Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen und ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid. Und heute gibt es mal wieder Kane. Aber ihr denkt jetzt so, Kane? Nein, heute gibt es Kane. Und zwar Shadow in der Mitte. Denn er wurde ja quasi so ein bisschen gebufft, sag ich mal. Das heißt, Lane-mäßig gebufft. Denn, also ob es jetzt so gut für die Lane ist, weiß ich nicht. Aber einige sagten so, ja, Lane dies. Dann sagten so andere, Lane das. Ja, und ich sag so dies und das. Und deswegen, ja, also, ich weiß nicht, ich mag Kane sehr gerne. Und ich habe ihn schon immer auch gerne mal in der Mitte probiert. Allerdings ist das eine Katastrophe. Aber vielleicht ändern wir das heute. Es gibt viele verschiedene Runen tatsächlich, die man probieren kann. Das heißt, ich habe heute mal den Super Speed Tornado, Turbo Tornado, Turbo Speed Kane Tornado Build geplant. Das heißt, wir haben Predator bei und wir rasen einfach, wir roam Top. Und man könnte natürlich, wenn das Matchup richtig scheiße ist, Fleet Footwork mitnehmen. Und man könnte auch hier diese Lifesteal-Rune mitnehmen. Also, wenn der Sustain nicht so geil ist, gibt es Möglichkeiten. So, ich halt, also dieses Matchup, beziehungsweise die Laning Phase von Kane ist halt eine komplette Katastrophe, weil er nichts machen kann. Aber wir werden die W-Maxen. Und wir werden versuchen, einfach die ganze Zeit Essenz zu sammeln. So viel, wie es geht. Falls mein Gegner da ist. Okay, da ist sie. So, pass auf, der ist Essenzschlag. Okay, das war schon mal nix. Und wir haben Damage bekommen, tut weh. Deswegen habe ich auch die Flask angefangen. Ich hätte vielleicht andere blaue Runen mitnehmen sollen. Ich hatte kurz überlegt, Mana Flow mitzunehmen. Aber ich habe dann jetzt doch eine Flask gestartet. Also es wäre richtig gut, wenn wir ein paar Ws draufkriegen. Immer schön ein paar Ws. Wir potten schon mal. Im Jungle haben die Rengar. Die Frage ist natürlich, skillen wir jetzt Q? Ich würde sagen, also ja. Ich würde sagen, ja. Der Ja-Schlag. Ah, schade. Okay, der war nicht so gut. Mich würde vor allem interessieren, wie schnell man mittlerweile die Essenz sammelt. Weil das wurde ja immer und immer und immer wieder gebufft. Aber halt, man weiß ja nicht, wie das so auf der Lane ist, wenn man ständig mal so ein Spell landet. So wie diesen hier. Nicht. Okay, Botlane ist tot. Botlane, die haben richtig viel AP im Team, Leute. Die haben einfach 3 Full-AP-Champs im Team. Da müssen wir eigentlich wirklich Magier-Essenz spammen. Gib. Okay, schade. So, weiterer Punkt im W und den nächsten packen wir dann in die E rein. So, und eine W. Zack. Noch eine Q. Ne, wenn ich sie anqueue, dann kriege ich sofort eine Bubble ab. Das wollen wir nicht. Na? Also, ne, wollen wir nicht. Hätte ich Lust, also schon, aber wollen wir nicht. Ha! Ach, schön, das ist schön. Das muss nicht viel Damage machen. Wir wollen sie nur poken. Man hätte natürlich auch Dark Harvest nehmen können, aber Dark Harvest ist, glaube ich, halt auch. Dark Harvest ist schon cool, aber wir gehen mal für Impact, Dometo, Grande. Und den. Batz. Okay, schön, sie hat ihre Bubble auch verworfen. Also essenzmäßig ist das noch nicht das Gelbe vom Ei. So, wir machen natürlich jetzt auch mehr Minion-Damage mit der Q. Das heißt, wir können ja die schön. Oh, tut weh. Hier, nimm den. Okay, das war nix. So, wir machen mal. Da kommt ein Gank. Ist gar nicht so schlecht. Allerdings. Ja, jetzt flasht sie. Gib mir deine Essenz. Ich flashe. Jetzt müssen wir aufpassen, dass Rengar nicht flasht und ich tot bin. Ja, jetzt kommt er mich rüber. Ich hole mir aber noch so viel Essenz, wie ich kann. Oder ich töte sie. Oh, ich habe Ignite. Fällt mir ein. Ah, zu spät. Aber er hätte auch nicht gereicht. Ja, nee, das. Da hat er mich komplett verkauft. Der Spartakus. Wir haben ein bisschen blaue Essenz bekommen. Ist ganz nett. Bitte nicht sterben. Don't. Oh. Also, das war klar, dass in dem Moment, wo er rübergeht, sie einfach zu mir rüberkommt und ich da stehe. Aber, dann machen wir jetzt. Das ist gar kein Stress, Leute. Wir kriegen das schon hin. Wir machen da gar keinen Stress. So ist ein bisschen, ich sage mal, Competition. Ein bisschen Competition dabei. Essenzmäßig haben wir schon, naja, fast gut die Hälfte, hätte ich gesagt. Oh, shit. Ne, ist gar nicht zu schlecht. Wir blamen auch niemanden oder so, ne. Man könnte jetzt wieder so toxic werden und sagen, wow, Bro, du hast mich verkauft. Oh, der Wave ist echt gut mit der Q. Und dies und das, aber machen wir nicht, Leute. Frage ist nur, ob wir mal schnell eben, das Problem ist, ob wir mal eben schnell noch Schwertchen kaufen oder ein Botlane-Raum. Wir kaufen uns mal ein Schwert, damit wir, nee, machen wir nicht. Wir pushen nochmal ein, zwei durch und dann kommen wir vielleicht mit Predator wieder auf der Lane. So, jetzt können wir die relativ schnell wegkühlen, glaube ich. Nun muss der Tower Aggro, genau. Sehr gut. Schön. So, noch ein Punkt in die W hinein. Zack. Dann nehmen wir die beiden auch noch mit. Oder den einen. So, wir könnten natürlich jetzt. Ich glaube, wir gehen mal eben shoppen, damit wir ein bisschen mehr Damage haben. Dann können wir sie nämlich vielleicht fighten. Sie hat sich jetzt Armguard gekauft. Das tut weh.
Wir sind natürlich, naja, wir sind nicht Full AD, weil Zyra wird auf AP gehen. Aber wir sind schon sehr AD-lastig. So, die fighten am Drache, der ist weg. Ist aber alles half so wild, sag ich da mal. Die haben viele Ziele, die wir töten können. Natürlich, wenn die auch ein paar Stundengläser bauen und so. Leute, 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 ich weiß nicht, ob das ein guter Deal ist. Ich mach mal Predator an. Ich hoffe, das hält lang genug. Das hält schon ziemlich lange. Ich bin unterwegs. Bin unterwegs. Ich bin nur sehr schwach, muss man dazu sagen. Aber ich bin unterwegs. Guten Tag, einmal bitte die Unterwegskarten. Zack, schön. Predator, Tobi. Schön weggepredet. Gib mir deine Essenz. Essenz, Essenz, Essenz. Gib mir deine. Ich hab gleich noch eine W. Und eine W. Schade, aber vielleicht reicht das schon fast. Gib mir. Naja, es reicht noch nicht, aber es ist schon viel geworden. Ne, viele Essenz haben wir hier eingesammelt. Das ist und ein Kill. Schön. Nicht so schlecht. Kann man machen. So, da kommt that girl wieder. Mann, die W ist aber auch, die könnte echt ein bisschen mehr Reichweite haben. Ist nicht so einfach zu landen, wenn wir ganz ehrlich sind. Das Problem ist, dass sie mich bald one-shotten kann. Da habe ich gar keine Lust drauf. Mist. Nee, also, das mit der W ist schwierig. Ich will auch nicht zu nah an ihr ran, weil wenn ich zu nah an ihr ran bin, werde ich gebabbelt und dann bin ich legit tot. Das Beste, was ich natürlich machen kann, ist, oh, jetzt hat sie keine Bubble, sie hat Exhaust, ist in dem Moment, wo sie mich bubbelt, vielleicht in sie reinzuschlüpfen. Okay, ich glaube, ich bin tot, Leute. Ja. Kacke. Ah, shit. Shit, 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 shit. Nicht gut. Aber sie ist auch fett. Das ist nicht schlimm, dass ich gestorben bin. Das Schlimmste ist einfach nur, dass ich immer noch nicht meine dumme Form habe. Das ist das Schlimmste an der ganzen Sache. Aber ich glaube, wir kriegen das hin. Ich sag, wir kriegen das hin, Leute. Wir müssen nur ein bisschen trusten. Aber grundsätzlich das Matchup, na. Also, die Frage ist, ob Kayn generell viele schlechte Matchups hat. Ich denke, ja. Guck mal, sie ist Level 7. Ich bin Level 5. Na, das tut einfach giga weh. Okay, cool. Die haben wir bekommen. Nehmen wir hier noch ein paar mit. Zack. So, wir sind jetzt auch Level 6. Ich bräuchte jetzt ein bisschen Trade auf ihr. Ja, ein Gank wäre nett. Ein Gank wäre richtig nett. Batz! Schön. Das ist unsere Form, Leute. Schön. Schön, na, jetzt pushen wir noch eine durch. Was? Was? Ich hätte früher aus ihr rauskommen sollen. Dann hätte ich, da hätte ich noch ein Auto-Take oder zwei machen können vielleicht. Scheiße. Ich hatte nicht gesehen, wer den Dings abbekommen hat. Den Dings, den. So, ich könnte aber rein theoretisch die Bubble. Wir nehmen eine Platte mit. Ich könnte egal wen einmal angreifen. Ich glaube, das reicht. Also auch ein Nahkämpfer rein theoretisch. Wir gehen mal Botlane auf den schnellen Räumen vorbei. Ein schneller, schöner Raum. Ich glaube auch Predator plus die E ist ziemlich insane, oder? Ich will jetzt nur nicht in deren Turm reinrennen. Das gefällt mir nicht so gut. Ist hier irgendwo ein Control Ward oder so? Okay, das ist sorry. Eigentlich will ich das hier nicht. Aber, naja, so. Eine W. Eine W, Zoe. Eine. Eine W. Okay, das war keine W. Und dann könnten wir mit Predator einen richtig schönen Raum machen. Einen richtig, richtig schönen Raum. Nope. Jetzt! Das könnte... Unter Umständen reicht es. Aber nur unter Umständen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Do it, do it. Gib mir die zwei Seelen. Nö! Wirklich? Eine W. Eine W. Das ist schon wieder maximal greedy, Leute. Eine W. Jetzt! Ja, das muss reichen. Was? Ich meine, wirklich? Leute, komm. Oh, kann ich sie igniten? Gibt das Essenz? Alter, ich weiß nicht. Ich brauche eine W. Also schon seit 5 Ws brauche ich eine W. Das ist das Traurige an der Sache. Ich kann nicht ohne Form nach Hause kommen. Wenn ich nach Hause komme und ich muss hier eine sneaky W drüber machen, aber die sieht mich. Oh, Voice. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Die fängt mich doch hier ab, oder nicht? Jetzt habe ich kein Mana mehr. Mein Leben, es ist so hart. Gib mir jetzt das und Flash. Das, wenn das jetzt nicht reicht, dann flippe ich aus. Gib die Verwandlung jetzt. Dankeschön. Hat zu lange gedauert, aber 10. Minute ist gut. 9. Minute ist sehr gut. 10. Minute ist auch gut. Kann mitleben. Und wir haben sogar ein Insta-Draktar-Blade. Wir sind jetzt Speedo Carini. Also, wir haben jetzt richtig Flotti Karotti.
Und jetzt werden wir die Scheiße aus der Map hinausraumen. Leute, jetzt geht's rund. Und eckig. Ich würde sagen, wir kommen zuerst Botlane lang. Oh moi, Sindolai. Und dann ein Zenbon Sakura. So, Predator ist an. Ich komme, Leute, ich komme. Und ich bin unterwegs. Leute. Zenbon Sakura. 500 Gold auf mein Konto hochgeladen. Ich komme. Schön. Zenbon Sakura. Weg damit. Ich sollte so Synchronsprecher für das nächste Sekiro werden. So, und jetzt könnten wir auch, wir gehen direkt wieder, wir holen uns eine Platte, glaube ich, und dann gehen wir nochmal shoppen. Oder hier, 1100 Gold brauchen wir. Vielleicht die Minions gehen auch. Einmal Minions Macchiato, bitte. Mach nicht diesen, danke. Zack. Jetzt sind wir halt very strong dabei, hätte ich gesagt, Leute. Zack, wir kaufen nochmal ein bisschen DMG dabei. Und das Gute ist, ich hatte noch nie so schnell so viele W-Punkte auf Kane, weil man im Jungle ja meistens die Q skillt. Und deswegen prügelt unsere W jetzt maximal rein, Leute, auf maximaler Basis. So, wie sieht's oben aus? Wenn der nicht weggeht, würde ich kommen, ansonsten gehe ich nochmal Botlane. Predator ist gleich auch wieder ready. Ich hätte vielleicht die Predator, aber ich habe nicht so viele Active-Items. Naja, Yomus hätte man noch. Wir können auch mal Zoe töten. Sollen wir mal Zoe zeigen, wer jetzt hier die längere Sense hat? Wir können sie mal gucken. Wir sollten sie nicht unterschätzen, aber wir können ja mal lunsen. Zenbon Sakura. Alter, Leute. Guck mal, jetzt bin ich richtig im Deal drin. Und jetzt gehen wir direkt runter, Botlane. Da war jemand, da war Rengar. Aber, also, Rengar ist... Naja, also, ich habe halt keine Ultimate, das ist das Problem. Wir haben nicht so viel Kuhn auf E. Batz! Wir müssen ein bisschen auf... Oh, ich bin raus, later. Wir müssen ein bisschen aufpassen, ja. Also ohne Ultimate sind wir natürlich etwas fragile, sagt man auch. Fragile. Der braucht da oben Help. Ja, sich wäre... Oh ja! Nein! Zabar! Komm. Okay. Und Samboro. Salando-Attacke. So, was ist mit Zoe? Wir haben halt wenig Mana gerade. Ich meine, ich glaube, das ist nicht so schlimm, wenn wir wenig Mana haben, weil wir relativ schnell immer shoppen können. Na, wir holen uns eine Platte. Platte Macchiato. Einmal Platte Macchiato mit extra viel Mayo, bitte. Dankeschön. Q müsste auch hier Waveclear-mäßig, dafür, dass ich zwei Punkte drin habe, knallt die richtig durch. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, die Q macht halt mehr Minion-Damage jetzt. Zack. Nein! Aber ich nehme das wie ein Mann. Okay. Gib. Ich brauche nur ein bisschen. Uah. No! Das Problem ist, wenn ich... Wirklich? Boah, das kriegt sie sowas von zurück. Wieso bin ich da nicht durchgekommen? Wieso nicht? Auf ehrliche Bar? So, brauchen wir schnellere Schuhe. Leute, ein echter Samurai nimmt den maximalen Damage. Und deswegen geben wir Magic Penetration. Wobei, ich bin schnell. Naja, also ich hätte Magic Penetration. Wir wollen ja schnell sein. Deswegen machen wir die richtig schnellen Schuhe. Weil wir wollen ja hier über die Map flitzen wie sonst was, ne? Ich habe ja extra diese Rune mitgenommen, damit wir mehr Tempo haben. Predator, das. Also wir können jetzt quasi einfach komplett das Ding sofort in der Base, glaube ich, starten. Ich muss nur gucken, gehe ich nach oben? Oder gehe ich dahin? Oder beziehungsweise wird sie sterben? Okay, Leute. Ja, Predator ist an. Und... So, und jetzt suchen wir uns Zoe. Oder ihn. Nee. Ah, really? Ist das dein Ernst? Scheiße, ich bin immer noch relativ flott. Oh, ich habe immer noch Predator an. Nimm das. Zack. Ja, okay, unglücklich. Etwas unglücklich. Ich wollte eigentlich Zoe suchen, aber wir können... Natürlich, das ist unser Vorteil. Ne, wir sind super schnell. Wir können jetzt einfach die Botlane runterroamen und die Syndrae hier töten, die gerade hier in diesen Busch reingelaufen, gescoutet kommt. Zara! Nein! Was? Okay, ich dachte, dass die Zyra irgendwie mehr Damage machen würde. Hat sie aber überhaupt nicht gemacht. So, dass sie sie töten würde und dann würde meine Dings reichen, aber sie hat einfach kein Damage gemacht. So. Da!
Okay, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot. Aber wenn ihr den tötet, dann ist das... Ah, schafft ihr nicht, schafft ihr nicht. Schafft ihr das? Nee, schafft ihr nicht, schafft ihr nicht. Schafft das. Geh lieber auf die Zoe. Ja, ja. Ja, nee. Ja, nee. Ja, nee, nee, nee. Ja. Okay, ich muss ein bisschen... Wir müssen ein bisschen... Nein, renn doch weg. Renn doch weg. Nein. Nein. Oh, Mann. Okay, also wir müssen uns etwas reduzieren, Leute. We have to reduction ourselves. Und wir brauchen Humus. Das ist auch noch ganz, ganz wichtig. Ein bisschen reduzieren. Also Swain ist halt sehr tanky. Wir brauchen Armor Pen. Guck mal, die haben dreimal... Oh, die, oh Leute. Leute. Zyra, ah, sie ist halt am Inten. Aber sie baut... Die haben halt... Alter. Armor, 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 Ninja Tabis, Ninja Tabis. Also das gefällt mir nicht, muss ich sagen. Das gefällt mir nicht. Aber dann müssen wir... Ne, Black Cleaver werden wir nicht gehen, aber wir gehen nach Humus. Jetzt das Armor Pen Item. Und ein bisschen mehr AD wäre cool. Hier, go. Lass direkt holen. Leute, go. Macht jetzt hier keinen Stress, sondern nimmt das Ding mit... Ja, okay, dann nicht. Dann nicht. Okay, können wir... Ich würde sagen, wir gehen mal eben schnell den Midland Tower holen. Den machen die nicht, oder? Machen die den? Machen die nicht. Machen die nicht. Machen die nicht. Machen die das? Das machen die nicht. Der hat keine Ultimate mehr. Diesmal nicht. Oh, mich nicht ziehen, danke. Wir warten mal kurz. Predator ist an. Und... Cinderai! Sling! Shinobi! Nice! Ohne Witz, dieser Skin sieht auch so cool aus. Also, es ist ja nicht mein Skin, es ist halt der normale Skin. Ich meine, auch der normale Skin ist der Skin. Aber der sieht einfach so richtig so Endboss-mäßig aus. So richtig Endboss-mäßig. Wer hat denn hier Predator? Hä? 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 Da war doch gerade das Predator-Zeichen über uns, oder nicht? Aber hier hat das doch niemand außer ich, oder bin ich dumm? Oder Omnisound hat auch keiner, oder nicht? So, dann machen wir eben Humus fertig. Und dann gehen wir für Armor Penetration. Gehen wir noch eine Wave durchpushen. Eine schöne Wave. Zack, das geht ja relativ flix. Flix und fix geht's auch noch. Zack. Schön. Schön, 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 schön. Problemchen ist, vielleicht habe ich genug, vielleicht habe ich nicht genug. Ich weiß nicht, wie viel das kostet, weil ich es nie kaufe. Nein. 1-1. Okay, das warten wir noch, Leute. Dann haben wir schon mal 20% Armor-Penetration. Na, ist schon mal ein bisschen was. 20%. Das Problem ist, wenn die bald alle Stundenglas haben. Es wird noch ein bisschen dauern, aber... Also, Swain hat's schon. Da wird das noch mal ein bisschen nerviger werden, aber... Alles ist möglich, Toyota. So, zack, jetzt sind wir ohne Witz, Leute. Wenn wir das beides anmachen, sind wir turbo-schnell. Wir haben jetzt schon 472. Wir töten die Syndra. Syndra, oder eigentlich Zoe auch. Zoe ist auch ein Miststück. Wir warten, bevor wir beides benutzen, aber auf Predator. Das heißt, wir machen mal den Vögel weg. Die gehen ja natürlich auch sehr, sehr schnell. Zack. Zack. So. Gut, wir haben alles ready, Leute. Ich hätte Bock. Seid ihr bereit? Wir laufen einfach runter. Predators an. Humus an und zack. Wir haben einen Speed von 480. Das hat nicht lange gehalten, aber er ist tot. Gut. Tornado. Tornado Kane, Leute. Einfach Tornado Kane. New Build Ordered Rune Seite. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, dann gehe ich jetzt in dich rein. 3, 2, 1. Sendo rein. Later. So, schön. Wir haben Blue Buff, das heißt, wir können uns so oft hochheilen, wie wir wollen. Wir pushen mal Midlane. Das ist unser Vorteil. Wir sind genauso schnell auf der Botlane, wie wir wieder in der Midlane sind. Wir sind quasi All-Impact-Man. Guckt, Zoe ist unten und denkt so, wow, ich muss Kane deffen. Nee, Kane ist nämlich hier. In der Mitte. Und macht den Tower kaputt. Und wenn er gerade noch hier ist, ist er gleich schon wieder unten. Zack, jetzt macht er nämlich das. Und zack, ist er schon wieder auf dem Weg nach unten. Und zack, ist Zoe tot. Und da kommt ein Rengar, ich habe leider keine Ultimate, das ist etwas doof. Wir könnten ihn überraschen, aber... Psst, ganz ruhig, Leute, ganz ruhig. Der ist wirklich... Ah, der Red Buff ist eventuell da. Ja, dann hat Rengar quasi dafür gesorgt, dass Syndra stirbt. Selber schuld. Was? Ich habe meine wenig getroffen. Ah! Das tut weh. Ich habe meine W nicht getroffen. Wie viel kostet dieses Item? Würde ich direkt ausbauen wollen. Wir brauchen mehr Armor Pen. Ich mache zu wenig Schaden. So.
Zack. Schön. Und letztes. Ach nee, was für letztes? Wir haben noch zwei Items. Wir fragen mal ganz nett: Can I blue Mr. Flag? Ich hoffe. Ich meine, ich bin turbo fett und carry die Scheiße hier. Merci, schreiben wir da. Zack. Dann nehmen wir den mit. Und jetzt machen wir irgendwas auf der Map. Wir carryen jetzt was. Botlane ist Action. Wir sind, wie gesagt, all Impact, Mann. Wir sind überall, wo wir gebraucht werden. Können wir mal kurz hier gucken. Oh, der ist sogar da. Sehr, sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. Wir haben auch Predator wieder. Wir könnten jetzt quasi instant auf der Botlane sein, wenn wir wollen. Aber wir warten. Wir machen mal. Au, 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 au. Ein Ward. So, passt auf. Der will jetzt zu seinem Red Buff. Ist aber Quatsch. Ist. No! No! Ja. Beide Buffs abgegeben. Scheiß Zoe. Vielleicht brauche ich was gegen Zoe? War das überhaupt Zoe? Doch, ich habe die Bubble abbekommen, ne? Shit. Ja, und die haben jetzt dreimal Stundenglas, Leute. Also, Leute, die haben auf jeden Fall Respekt. Vor mir, vor uns, vor allen. Nur sie macht halt keinen Schaden. Sie ist full AP. Aber macht keinen Schaden. Also, sie macht Schaden. Das ist okay. So. Was könnte ich kaufen? Wir könnten QSS kaufen. Wir könnten Edge of Night kaufen. Ich glaube, Edge of Night, oder? Edge of Night funktioniert halt nicht so immer gut, aber ab und zu gut, könnte man sagen. Okay, aber das ist grundsätzlich die größte Schwäche an Kane. Er throwt und stirbt und throwt und stirbt. Vielleicht kann ich das Stundenglas baiten. So, wir haben Predator. Jetzt alles an, Leute. Alles ist an. Scheiße, irgendwas ist ausgegangen. Okay, 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 okay. Okay, 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 ist gar nicht so schlecht, gar nicht so schlecht, gar nicht so schlecht. Und wir sind schnell und es ist nicht schlecht und wir sind schnell. Bitte nicht mich angreifen, bitte nicht mich. Au, 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 au. Mann, nee, das ist, ich glaube, ich kaufe mir einen Hextrinker. Das kommt, wir kaufen jetzt erstmal einen Hextrinker, glaube ich. Das ist komplett zum Kotzen, deren ganzen Magic-CC-Damage. Ich meine, wenn die Gegner einen AD Carry haben, dann heißt das, die haben eine Person weniger mit, die kein CC hat. Ja? Also, die haben eine Person ohne CC. So wie unser Jhin, der hat auch kein CC. Klar, seine W und so, aber das ist ja Quatsch. Aber die hier, der hat 12 CC-Zauber, die hat 12 CC-Zauber, die hat 12 CC. Die haben einfach. Ach, richtig nervig. So, Hextrinker, jetzt als erstes. Dann haben wir nochmal ein bisschen mehr CD. Ja. Oder Edge of Night als erstes. Wir machen beides. Edge of Night und Hextrinker, I guess. Und ich muss jetzt weniger in. Aber die haben jetzt auch alle Stundenglas. Das ist jetzt richtig schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Umbone Sandonai Andonau Son Homboy Ne Omoi Sandonai. So, wir nehmen mal ein bisschen XP mit. Da oben ist jemand in Not. Da ist jemand in Not. Ich muss dahin. Ich bin schnell. Aber nee, ich will nicht schon wieder sterben. Ganz ehrlich. Wir nehmen mal jetzt ein bisschen XP mit. Bisschen XP. Da ist ein Swain allein. Vielleicht können wir ja dafür sorgen, dass jemand alleine durch jetzt die Jungle läuft. Ich habe halt kein Antvision. Oh, yes. Okay, ein Control Ward. Ich habe halt mein Drag-Tablet. Das hat was gespottet. Kann sein, dass jetzt noch ganz viel Zoe und alle kommen. Ich weiß nicht, wie gut wir Darius besiegen. Er ist 1-10, ist ein Inter, aber er ist Darius. Wir könnten ihn mal kurz mal. Wir fahren mal vorbei. So, das heißt. Predator an. Jomus an. Und. Brasnikov. Later! Later, later, later! One-shotted this cack out of his life. Okay, der ist auf jeden Fall schnell tot und der auch. Die haben zum Glück beide kein Stundenglas. Aber die anderen sind ein bisschen schwierig. Wir werden übrigens auch noch schneller, je mehr Punkte wir in die E reinpacken. Es gibt nämlich mehr Move and Speed noch. So, wir kaufen uns jetzt als erstes mal Hextrinker. Und ich glaube, wir graden. Entweder wir gehen jetzt Edge of Night oder wir graden den Hextrinker auf. Eins von beiden. Javan, go Hextrinker next. So, wir müssten natürlich, ich müsste Leute alleine suchen. Das Problem ist, ich müsste sie so hart one-shotten, dass sie nicht mal darauf reagieren können, ins Stundenglas zu gehen. So hart müsste ich die one-shotten. Und ich weiß nicht, ob das klappt. Ich würde Rengar suchen sonst auch. Da ist Rengar. Komm, wir können ja mal die Katze aufspüren. Da ist Rengar. Wo wird er hingehen? Unterer Jungle am wahrscheinlichsten. Ne, er läuft nach oben. Okay, das heißt, er wird zu den Golems gehen.
Und ich bin natürlich Tobi Turbo. Turbo Tobi. Okay, er geht doch wieder. Er wartet Vögel anscheinend. Turbo Tobi wird nur warten, bis die Vögel da sind. Wir warten die Vögel. So, jetzt macht er Vögel. 3, 2 und go! Was? Er macht nicht die Vögel! Oh. Da mache ich die jetzt! Verdammt Axt. Was? 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 Oh nein, Leute. Lady Luck is smiling, Leute, Brudi. Brudi, mach kein Auge jetzt. Ich meine, ja, ich bin useless, aber ich kann. Die haben auch einfach alle Stundenglas. Was soll ich tun, legit? Ich kann niemanden von den Tö. Also, schwierig, die sind auch die ganze Zeit group. Passt mal auf, wie wäre es, wenn Z mal mit uns spielt? Z, can you group with us? Er ist legit nie bei uns. Er ist die ganze Zeit nonstop Toplane. Er ist 10-5. Aber er pusht halt hier oben. Er muss einmal mit uns spielen. Das wäre ein Deal. Oder, wahrscheinlich wird er nicht mit uns groupen. Aber wenn er nicht mit uns groupt, dann group ich mit ihm. Ich bin nämlich 1000 IQ. So, das verkaufen wir jetzt und kaufen uns nochmal das hier. Zack, da haben wir ein bisschen mehr CDR. So, ich group jetzt einfach mit ihm. Toplane. Wir müssen jetzt echt, es wird echt räudig hier, wenn wir das so... Okay, er wird gerade gekillt da oben. Ich habe aber Predator und Jumus. Ich bin unterwegs. Bin unterwegs. Okay, er hat ihn einfach gekillt. Na, mein Gott. Aber ich gehe jetzt trotzdem Toplane mit. Oder beziehungsweise ich bleibe einfach bei Seth. Weil Seth ist eine Maschine. Und der stirbt auch nicht an so Zaubererzeug so schnell. Aber der wird jetzt wahrscheinlich gleich shoppen gehen, denke ich mal. Mann, ich kann aber auch diese ganzen Keks hier nicht töten, ey. Ha! Oh, was? Ich habe gar keinen Schaden gemacht. Okay, Seth ist oben. Er braucht Hilfe. Eine Jungfrau in Not. Ich bin unterwegs. Dummes Stück! Die hat schon Glas, oder? Hat sie nicht? Bitte nicht! Ah, oh, danke. Hat sie wohl gerade erst benutzt, ja, Pork. So, pushen wir mal eben hier durch. Also, ich muss sagen, so Games gegen dreimal Stundenglas machen echt nicht so viel Spaß als Assassine. Begrenzt. Weniger Spaß. So, lasst mal kurz ein bisschen XP sammeln, weil wir haben eh keine Ultimate gerade. Das heißt, wir nehmen mal so ein bisschen was mit. Zack. Oh, Rengar hat Ult an. Ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot. Nein, dieser Wolf, der kriegt jetzt... Nein, das akzeptiere ich nicht. Ich akzeptiere das nicht. So, wir machen jetzt das. Wir gehen jetzt noch Edge of Night. Der Wolf, der... Ich hole mir jetzt den Wolfsradar. Den Waschbärradar. So, ich akzeptiere das nicht. Oh, jetzt kommt Jarvan. Jetzt kommt Jarvan mit seiner großen Lanze. Oh, was hat er denn für Items? Er hat eigentlich nur Draktar Blade. Und one-shottet mich? War ich nicht full? Also ja, ich war nicht direkt ge-one-shottet, aber 2,5 Sekunden. Also er hat nur Draktar Blade. Und ein bisschen Krempel. Und macht so viel Damage wie ich, der einfach das komplette russische Waffenarsenal im Inventar hat. Weiß ich nicht. Oh, ein Infernal Drake, den will ich haben. Die Seele und mehr Damage. 4 AD haben wir, 400. Ich will mal sehen, wie viel wir kriegen. Ich bin unterwegs, Leute. Ich bin schnell. Predator. Jomus. Jetzt! 836, Leute. 800 fucking 36. Weg mit euch beiden Keks! Oh! Schön! Ich bin da, Leute. Ich bin da. Der hat doch nichts mehr, oder? Triplo-Chisione. So, wieso haben wir jetzt auf einmal 400 AD? Wo habe ich denn jetzt AD herbekommen? So, wir haben 415 und jetzt habe ich 431. Ach, ich habe gleich durch absoluter Fokus. Ja, 431 ist okay. Haben wir schon gewonnen? Könnte. Wir kriegen auf jeden Fall was von der Base. Schön, ne? Das ist schon ein Vorteil, wenn man einfach so schnell ist. Leute, wer... Ganz große Regel. Wer schneller kommt, ist schneller fertig. Bada bi, bada bi, bada bu. So, wir gönnen uns mal hier. Zack. Batz. Batz. So, dieser Rengar hat echt jetzt gewagt, so einen komischen Schirm zu kaufen. Der hat Bock auf mich, aber kannst du sowas mal vergessen? Als ob du schneller bist als ich. Das wäre ja gelacht. Das... Oh, er hat mein Set gekillt. Na gut, unglücklich. Aber... So, machen wir mal die, dann sind wir gleich auf Level 16. Kannte ich, wird der Level 16 haben. Dankeschön. Also mein Wave Clear ist auf jeden Fall nicht mehr von dieser Welt. Also auch der Jungle Clear. Das gibt ja gar nichts mehr, das Zeug hier. Mindestens haben wir auch mal mehr gegeben.
So, vielleicht können wir ja hier die Syndra-E mal eben catchen. Ich bin nämlich schnell. Nein, 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 nein. Da bin ich raus. So, was machen wir? Noch ein bisschen AD kaufen? Bisschen AD, bisschen AD, bisschen AD. Furia, schön, schön, schön. Unser Tier. Ich meine, ne, der Djinn kann ja auch mal gerne was machen in dem Game. So ist ja nicht. So, wir haben zwar immer noch kein Dings, aber wir haben uns trotzdem ein paar rein. Wir haben jetzt 500 AD. Und eine Infernal-Seele. Die macht jetzt auch gut Damage. 160, 70. So, Predator ist an. Guten Tag, einmal kreuzen eine Straßenbahn. Guten Tag, unterlassen Sie das bitte. Predator ist immer noch an. Das ist sehr, sehr gut und sehr, sehr schön. Okay, ist hier nichts oder was? Wo sind die ganzen Gegner hin? Da ist einer. Ja, ich bin quasi auch so eine mobile Scout-Drohne. Ich kann einfach quasi die ganze Zeit hier durch den Dschungel laufen. Niemand kann ich catchen und ich suche. Guck einfach, was so Masse ist. Was die Gegner so treiben. Achtung, kreuzende Bs. Oh, wow, ich hab einfach, wie viel Damage ich gemacht habe. Okay, okay, okay. Wir müssen aber nicht übertreiben, nicht übertreiben. Wir können auch Botlane reinpushen, Leute. Das wäre ein guter Deal. Das wäre ein guter Deal. Ich bin da, da bin ich raus. Also da bin ich raus. Djinn, mach mal was. Ich guck dir zu. Du machst das schon. Au, oh, mich hat was. Nein! Leute! Der Typ, ohne Witz, der hat null Items. Der hat nur Müll. Wie viel AD hat der? 300. Ich habe 500. Und der one-shottet mich. Ich plädiere auf Quatsch zum ersten. Zum zweiten. Quatsch. Auf Platsch quädiert. Platsch. Quatsch. Ja, Mann, das ist doch Quatsch. Wieso one-shot? Der ist 6-11, der Typ. Ich bin 17-9. Er one-shottet mich. Der ist nicht mal Level 16. Aber schön, wir haben gewonnen. Schön. 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 Wir haben gewonnen, Leute. Schön, 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 schön. Das freut mich. Later. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, der Turbi Tornado Turbo Cane. Wir sehen uns dann. Auf Wiedersehen. Later, Macarada, Tschüssikowski, Manowski und haut rein. Bis dann.